Hallo Leute, das wird ein Reaction-Video. Applaus, Esther! Leute, heute habe ich mein Street-Comedy-Video gedreht und jetzt drehe ich dieses Reaction-Video für einen Jungen. Also, dieser Junge hat mir dann geschrieben, als Dennis noch auf mein Video reagiert hatte. Und seitdem wollte ich ein Reaction-Video auf sein Video eigentlich drehen, aber dann habe ich da mit diesen Kärtchen angefangen, das zu ziehen, dies, das. Das werde ich für diese Zeit mal ein bisschen lassen und werde mich eher auf die Street-Comedy-Videos konzentrieren und auch vielleicht, wenn ihr Vorschläge habt, was ich noch machen könnte, Tutorials, dies, das, was ihr auch immer wollt, kann ich machen. Auf jeden Fall, wenn ihr das sehen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Ja. Also fangen wir jetzt an mit dem Reaction von mir. Ja. Testen mal Pizza von Kapi. Ich hab's noch nie ausprobiert. Und auf jeden Fall hat Capital Bra ja Dings rausgebracht. Ein Getränk, Eistee mit Pfirsichgeschmack, mit Zitrone. Ja, ich habe es noch nicht probiert. Ich habe, glaube ich, nichts von Kapi probiert. Als ob das jetzt mein so Dings wäre, mein Militärfreund. So askerlik arkadaşı. In Türkisch klingt das besser. Ich schwöre es euch, in Deutsch klingt das so scheiße. Militärsfreund. Ganz ehrlich, manche denken sich jetzt so, okay, was soll das jetzt heißen? Okay. Wie auch immer, Leute. Ja. So sieht's aus. Guck mir weiter. Ey, hast du die Pizza von Kapi? Ja, ich habe die. Komm in 20 Minuten zum Parkhaus. Komm am besten nicht alleine. Parkhaus? Komm am besten nicht alleine? Ich würde sagen, ich gehe alleine hin. Gute Idee. Obi, Gartenparadies. Alex. Damit das Fahrrad nicht geklaut wird, schön festmachen. Auf jeden Fall, muss sein. Hier geht schon die Treppen hoch. Ey, yo, hast du die Pizza? Ja. Okay, ich hab die Karten dabei. Ich hab Chris Mann, Sterling, Hazard Inform, Hazard Normal, Sergio Ramos, Henderson, Iniesta, Romelu Lukaku und Verratti und Austin Chamberlain. Das sind die Karten, wo du wolltest. Hast du Pizza? Ja. Okay, gib mir die Pizza. Da kommen Leute, da kommen Leute, da kommen Leute. Okay, danke. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Okay, die haben schön gedealt. Und ich hab... Also was hier zu Drogen wären. Die Capital Bra Pizza in der Hand. Ich muss mal wieder sagen, das Design von Capital Bra Produkten sind mal wieder... On point. Also wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. Irgendwie, ich weiß nicht, es hat einfach was. Aber bevor wir das Produkt testen, muss ich euch ganz kurz was sagen. Und zwar. Komm mal mit. Genau hier. Könnte mein Instagram-Account auschecken. Und. Schöne Werbung, finde ich. Dodge Dizzle. Yo, wie geht's? Alles fit? Ja, du hast hier eine kleine Verletzung im Auge, gell? Ja. Mhm. Ja. Hier, gell? Mhm. Du hast eine kleine Verletzung. Du bist ein Fein. Voll süß. Ein Fein. Ich habe selber eine Katze. Ich würde sagen, wir packen einfach kurz. Ich schiebe auch meine Katze. Also, ich schiebe eigentlich allgemein alle Tiere. Eigentlich nicht alle, aber ja, schon manche. Die sieht doch eigentlich ganz fresh aus. Also, ich finde, Thunfisch ist genug drauf. Käse ist genug drauf. Die sieht eigentlich ganz geil aus. Klar, da sind noch ein paar Tomaten, die muss man wegmachen. Ist ja logisch. Aber sonst sieht diese Pizza einfach gut aus. Ich würde sagen, wir hauen jetzt fett in den Ofen. Und wenn ihr wollt, ich fand jetzt nicht, dass diese Pizza so gut aussah, aber vielleicht schmeckt es ja gut. Testen wir auch die Sojo-Pizza. Ich würde sagen, ich knall die in den Ofen. Bis gleich. Ja. So Leute, ich habe jetzt hier ein Stück Pizza auf dem Teller. Und ich muss kurz sagen, ich habe davor noch nie Thunfisch gegessen. Wirklich noch nie. Ja, wie kann man... Alex, wie kannst du noch nie Thunfisch gegessen haben? Vom ersten Geruch her finde ich es jetzt nicht so nice. Der Boden ist wieder schön fett. Let's go. Der Boden ist schon wirklich fett. Ist eigentlich lecker aus. Mal sehen, was er sagt. Es ist gut heiß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir schlechter vorgestellt.
schmeckt eigentlich ganz okay. Ich finde sie jetzt okay, aber ich würde nicht sagen, dass sie mir jetzt privat holen würde. Also irgendwie, ich finde, der Thunfisch hat voll den komischen Nachgeschmack. Wenn du aber diese Ich glaube, das kommt davon, weil du noch nie im Leben Thunfisch gegessen hast. Vielleicht deswegen, vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht schmeckt die Pizza wirklich ja nicht so gut. Dass du hier heute zum ersten Mal gesehen hast und du denkst, wow, was ist das für ein fettes Schwein. Was ist schon? Dann lass doch gerne ein Abo da, teile das Video mit deinen Freunden, damit es auch deine Freunde sehen können. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace! Auf jeden Fall lasst ein Abo bei ihm auch da, auch bei mir. Ihr könnt auch unter die Kommentare schreiben, was ich alles machen soll, wie gesagt. Ja, das war's dann mit diesem Video. Auf jeden Fall fand ich jetzt das Video auch gut. Er hat es halt probiert und ja, und dann halt auch seine Meinung abgegeben, wie er es empfunden hat, also wie es ihm geschmeckt hat. Natürlich hat jeder einen anderen Geschmackssinn. Also auf jeden Fall, Leute, ich hätte noch da etwas ganz Kleines für euch. Wenn ihr über so Deep Talks reden möchtet oder diese, halt, wenn ihr zum Beispiel etwas jemandem nicht anvertrauen könnt oder Probleme dabei habt, euch zu überwinden, könnt ihr mir dann einen Privataccount schreiben. Ich würde euch gerne behilflich sein bei so etwas. Ich bin wirklich, mag es, Menschen zu helfen. Und ich könnte auch darüber ein Video drehen, wenn ihr möchtet, wo ich halt dann so sozusagen Tipps gebe fürs Leben. Okay, ich will mich jetzt nicht so aufführen, als ob ich jetzt Dingens wäre, ein Psychologe oder sonst was. Aber jeder Mensch denkt anders und jeder hat eine andere Gedankensweise. Deswegen ja, würde auch jeder anders reagieren. Also auf jeden Fall, falls ihr auch so ein Video von mir sehen wollt, schreibt das auch in die Kommentare und schreibt mir eure Stories mit einem Fake-Account, vielleicht was ihr habt. Schreibt mir die Stories und dann werde ich dann halt das hier reinnehmen und dann halt, ja, vielleicht euch dazu Tipps geben. Jo, so sieht's aus. Auf jeden Fall. Das war's mit dem Video.